So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder bei Volkswagen Nutzfahrzeuge, Oldtimer, Heritage. Genau. Es geht endlich mit dem T1 weiter. Im letzten Video habt ihr ja gesehen, wie der lackiert wurde. Und jetzt sehe ich, dass der sogar schon teilmontiert wurde. Genau. Hallo erstmal. Wir haben angefangen, soweit das Auto für den Sattler erstmal vorzubereiten. Das heißt, Prio hat jetzt erstmal alles das, was nach Montage des Himmels eigentlich nicht mehr möglich ist, im oberen Bereich auf jeden Fall. Und ja, Pedalerie, so ein bisschen Schaltung, Handbremse, Tacho, Lenksäule und sowas, was man jetzt hier halt so sieht. Genau. Also das sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick schon mal gut aus. Ja, ist halt teilweise überholt, so wie so eine Uhr zum Beispiel. Die wird dann halt tatsächlich wirklich geöffnet, geputzt, gereinigt, poliert, wieder zusammen. Also wirklich, man biegt diesen ganzen Rahmen auf, holt das raus und so weiter. Das ist schon ziemlich aufwendig. Dann gibt es natürlich einige Neuteile wie Schlösser, die sind neu, Knöpfe alt und so weiter. Das ist immer so eine Mischung. Neu. Genau, Pedalgummis neu, die Hebel aber wiederum gestrahlt, lackiert. Ja, so eine Mischung aus beidem. Sind solche Teile original auch lackiert gewesen? Ja, genau. Bei diesem Auto hat Originalität auch Prio, also wir machen hier nichts irgendwie, was individuell gewünscht ist, sondern dieses Auto wird wirklich auch von der Innenausstattung her genauso, wie er damals bestellt worden ist. Traut man sich ja fast gar nicht zu blinken hier, ne? Ja, große Leute, die einsteigen, schaffen es wirklich mit dem Knie den Blinkerhebel abzubringen. Weil der ist ja wirklich, Alter. Ja, das ist sehr filigran. Krass. Aber sowas hier, das kann ich heute wieder gut sehen hier. Dass sowas halt alles wie neu aussieht. Ne? Genau, das ist aber tatsächlich auch neu, in dem Fall zumindest die Wischerwellen an sich. Das sind Neuteile. Und hier über sowas hatten wir ja, glaube ich, in den ersten Teilen schon gesprochen. Das ist auch teilweise neu, teilweise aufarbeitet. Genau, das ist jetzt halt ein Kunststoffteil, so Chrom, wie sagt man, imitiert. Das ist ein Edelstahlring, den haben wir dann halt, der ist nur ein bisschen jetzt wieder angelaufen, poliert, damit das dann ungefähr gleich aussieht und so weiter. Das sieht neu aus? Ja. Und das. Teils. Kann ich jetzt bei den Scheinwerfern gar nicht sagen. Viele polieren wir auch. Mhm. Gibt es aber auch von Heller noch wieder neu. Und wie ist Lackierung geworden? Bislang ganz gut, glaube ich, was ich so gesehen habe. Ja. Also nichts gefunden? Nee. Also klar, Finish haben sie noch nicht gemacht, die Jungs. Mhm. Ne? Aber so wie du hier siehst zum Beispiel, so eine Schleifstelle, aber noch nicht poliert. Aber das kommt dann im Anschluss. Also schielt er nicht. Nee, was hat er gesagt? Dann sind die Front so oder so? Ja, oder so? Klar, genau. Ja, das ist das Wichtigste, ne? Sonst später kriegt er so oder so Gesicht, ne? Ja, guckt er schief, genau. Ja, dann haben wir schon teilweise eine Hohlraumkonservierung vorgenommen in den Säulen, weil die Säulen beim Sommer verkleidet werden. Die A-Säule jetzt nicht, aber auf jeden Fall ab der B-Säule alles nach hinten. Und im Dachbereich alles, genau. Wie genau geht er da vor? Was macht er da? Weil theoretisch ist da ja eh teilweise das KTL schon drin gewesen, ne? Genau, also eigentlich überall. Das kommt ja mehr oder weniger in jeden Hohlraum eigentlich rein, zumindest wenn man ihn kontrolliert anbohrt oder er eh offen ist. Aber es gibt halt Marktführer auf dem Markt, ich weiß nicht, ob das schlau ist, dass wir den Namen nennen. Aber das heißt, man macht trotzdem den Wachs zusätzlich. Genau, rein. Wir machen definitiv Wachs rein, was warm gemacht wird zum Einbringen und was dann bei erneuter Wärme halt weiter kriecht, also bei Sonneneinstrahlung und so weiter. Ja. Okay. Also es gibt eigentlich nur zwei große Namen in Deutschland, die das machen. Das ist eigentlich kein Geheimnis. Ja, sieht auf jeden Fall echt schön neu aus. Das ist das einzige nicht, oder einer der wenigen Nicht-Original-Parts, eine Scheibenbremse an der Vorderachse. Das gab es so im T1 halt gar nicht, hatten wir schon darüber gesprochen. Da wir die Autos aber auch vermieten, wie wir schon sagten, ist es einfach ein enormer Sicherheitsfaktor und es fährt sich auch viel besser. Ja. Können wir den hochfahren? Ja. Ja, hier sieht man auf jeden Fall schon den Wachs. Genau. Da kommt er dann halt wieder raus. Aber hier sieht man jetzt auch mal, was halt an dieser Lackierung wirklich so lange dauert, ne? Weil das Ding ist ja wirklich bis in die letzte Ecke abgedichtet. Ja, und auch akkurat lackiert. Man kennt ja viel so, dass der ganze Dreck und so da noch alles so mit reinspritzt, ne? Und die Flächen nicht schön sind, aber das ist ja wirklich bis in die letzte Ecke hier überall. Damit du halt hier lackieren kannst, musst du aber von außen halt abkleben. Das ist halt das, wo die Zeit dann letztendlich herkommt. Ja. Ne? Genau, ja, aber wie du siehst, ist eigentlich so jedes Teil angefasst worden in irgendeiner Form. So Sachen wie so Lenkungsdämpfer, Stoßdämpfer und so, das sind natürlich Neuteile, Bremssättel, Neuteile, Spurstangen, Spurstangenköpfe, Neuteile, alles so was im Verschleißbereich ist. Sowas wie so ein Lenkbolzen hier, der wird dann nur neu gebuchst mit einer Messingbuchse. Hauptbremszylinder natürlich neu und so weiter. Kabelbaum auch neu, kann man selber bauen, machen wir auch. Aber es gibt so günstige Varianten am Markt, dass es sich kaum lohnt, zum Kabelbaum ehrlich gesagt selber zu bauen. Lenkgetriebe ist ein Problem, es ist immer noch ein Altteil. Das kann man bedingt überholen,
aber es hat immer noch Verschleiß. Also wir variieren dann zwischen guten und schlechten Getrieben, wechseln wir dann so hin und her. Und was ist das? Hupe. Hupe? Hupe-Masse geht in der, oder ist es Plus? Es ist Plus, glaube ich. Geht jetzt im Lenkrohr ganz hoch zum, zum Taster. Okay, ja, verstehe. Also die Betätigung ist da. Ja. Ja, nee, aber sieht wirklich krass schön cool von hier unten aus, ne? Wirklich bis in die letzte Ecke. Genau, das bleibt eigentlich auch so. Der wird zwar noch flächig. Ich finde sogar fast, dass von unten das Ergebnis krasser als von oben ist. Wenn man jetzt ein Auto von unten nie so erwartet, ne? Die Kunden sind schon immer geschockt, wenn sie das so sehen. Der Preis kommt halt auch irgendwo her. Eigentlich muss man so stehen lassen. Ja. Nachteil ist halt, 3-4 Mal Regen sieht da halt leider nicht mehr so aus. Ja. Aber und was halt echt noch oldschool ist, sind diese abschmierende Bügelbeine. Ja, musst du tatsächlich auch relativ regelmäßig bei. Also du hast die überall hier drin, sind ja so Blattfedern, ne? Die sind auch voll mit Fett, die beiden Rohre. Das sind Sachen, die wir dann wirklich auch so, ich sag mal so alle 3.000 bis 5.000 Kilometer nachfetten. Ne? Mhm. Ja. Cool. Und man sieht halt auch wirklich relativ wenig, was alles so geschweißt wurde, ne? Ja. Ja, es ist schon versucht, alles so zu lösen, dass es, dass es dann definitiv nicht auf den ersten Blick sichtbar ist, ne? Genau. So, und ich nehme mal hinten genau das Gleiche, ne? Genau, hinten ist sowas wie die Achsrohre und die Vorgelege. Das hat der Bus einzigartig, das hat der Käfer so nicht. Das ist hier drin nochmal untersetzt, um, korrigier mich, ich glaube, das Drehmoment zu steigern. Kann das sein? Ich glaube, das war der Sinn davon damals. Auf jeden Fall ist hier drin nochmal. Vielleicht wollten sie auch, was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass sie einfach ein Käfergetriebe genommen haben. Als Beispiel. Mhm. Und entweder die Busräder viel zu groß sind und sie deswegen wieder kürzer übersetzen mussten. Mhm. Auf jeden Fall musst du das Diff drehen, weil sonst dreht das verkehrte Fettauto 4-mal rückwärts und einmal vorwärts. Haben wir auch schon mal gehabt. das geht aber mit den Getrieben. Das heißt, es ist ein Käfer- und ein Busgetriebe. Aber der Bus ist hier halt nochmal untersetzt. Und das sind halt Teile, die zum Beispiel alt bleiben, aber neu gelagert sind. Sowas hier wird dann halt gestrahlt. Das ist jetzt wieder ein neuer Teil. Bremsleitung natürlich neu, Belege neu. Aber klar, theoretisch hast du recht, je kürzer die Übersetzung ist, je mehr Drehmoment hast du zumindest an den Rädern. Ich glaube, das war der Sinn, aber das wird bestimmt einer wissen. Ich meine, das mal gehört zu haben. Genau, so Sachen wie solche Dichtungen, die gibt es halt wieder und auch in ganz guter Qualität. Ne? Getriebe ist ein Austauschteil. Das ist eins der Ausnahmen, die wir in dieser Abteilung nicht anfassen. Weil wir das Werkzeug nicht so haben, wir können es nicht einmessen und so weiter. Wir haben auch, muss ich so zugeben, das Know-how hier nicht vor Ort an Mitarbeitern, so einen reinen Getriebetechniker. Somit kaufen wir dieses Teil im Austausch zu. Aber so die Halter, das kann ich hier wieder recht gut sehen. Schwarz glänzend nochmal ein Getriebehalter. Ja, das hält immer Geschmackssache, ne? Der und eine macht es lieber. Theoretisch schon alle Schrauben neu, ne? Was so Dehnschraube oder sicherheitsrelevant ist, ja, weil der Mitarbeiter dafür auch bestätigen muss, dass er sie angezogen hat. Mhm. Weil es ist so ein bisschen Zertifizierungspunkt, wenn sich mal, was wir natürlich nicht hoffen, mal einen Unfall ereignen sollte, weil jemand ein Rad verloren hat, dann wollen die natürlich wissen, wer hat das Rad festgezogen. Gibt es den theoretisch irgendwie so mit einer doppelten Heizung? Ja, es gibt eine Variante, dass, muss ich jetzt einmal überlegen, was der hat und was er nicht hat, nochmal im Fond eine Heizung hat. Also, dass die Sitzbank, die hintere Sitzbank, nochmal eine Fußheizung quasi hat. Dafür gibt es dann verschiedene Verteiler. Es war dann so, je nachdem, was bestellt wurde damals. Ansonsten ist aber alles Käfer-like. Also, du hast diese beiden Heizbüren am Motor, womit dann geheizt wird. Genau, diese Wärmetauscher. Ja, krass. Und halt wirklich, da oben sieht man das auch so ein bisschen bis in die letzte Ecke wirklich. Für einen Lackierer ist das schon echt eine Nummer, ne? Ja, es ist keine schöne Arbeit. Weil es halt auch tierisch nebelt. Du weißt selber, wenn du eine Pistole in so eine Ecke hältst, was da so los ist, ne? Dann machst du dir eventuell das eine Lackierergebnis mit dem anderen Neuauftrag wieder kaputt, sozusagen. Das ist schön. Aber haben die Jungs, wie ich finde, ganz gut gelöst, auf jeden Fall. Ja, ansonsten Sachen wie so ein Batterietrennschalter zum Beispiel verbauen wir immer. Weil die Autos natürlich bei uns mehr stehen, als sie fahren. Mhm. Dann willst du dich reinsetzen, Batterie tot. Ist ja so der Klassiker. Ja. Und deswegen so ein Trennschalter. Weil ihr keine ZV hat. Ja. Kannst du ganz auch machen. Ja, genau. Das ist der, überschaubare Antriebsstrang. Also erstmal dieser Auspuff, ne? Das ist natürlich... Ja, es ist halt noch für uns als Leistungsfetischisten überschaubar alles so von der Größe. Ne? Mhm. Im Prinzip aber einfache, solide Technik gewesen. Gab es ja in verschiedensten Varianten auch Notstromaggregate, ja dann natürlich Käfer, Bus und so weiter. Viele Volkswagen-Varianten vorm Golf 1 sozusagen. Ne? Und jetzt ist auch endlich mal gut zu sehen, wie bei so einem luftgekühlten Motor überhaupt die Heizung funktioniert. Ne?
Wassergekühltes Auto, relativ einfach. Einfach ein Wärmetauscher im Innenraum, drehst Heizung auf, heißt, warmes Wasser geht durch, Luft geht durch, ist heiß. Mhm. Und hier ist es tatsächlich so, dass die Luft von dem Gebläsekasten, also der Motor ist ja nur luftgekühlt, der bläst halt entweder hier durch die Köpfe oder bläst halt wirklich richtig um eine Schale, also genau, durch eine Schale um den Auspuff rum und geht dann in den Innenraum. Genau, also ich benutze quasi, ich habe nur einen Lufterzeuger sozusagen, den ich für beides nutze. Ne? Doof ist natürlich, wenn da drin irgendwie mal was undicht ist oder so, ne? Ja, das ist sehr schlecht. Das ist Baustelle dann. Deswegen, die gibt es aber Gott sei Dank noch reproduziert neu. Klar, wenn da drin mal was reißt oder so, dann hast du halt, dann riechst du es im Innenraum. Ne? Ja, da ist hier das Wastegate von 1970. Ja, das ist halt süß. Du hast innen drin dann so einen kleinen Zug, den du betätigst. Also man muss aber auch sagen, die Heizung ist überschaubar in so einem Auto. Mhm. Ne? Also bei 0 Grad außen heizt du es, würde ich sagen, auf maximal 2-3 Grad mehr im Auto. Also das ist wirklich nicht so doll. Weil Heizung aus, Klappe zu, Klappe auf, Heizung an, ne? Ja, genau. Mhm. Ja, sonst eigentlich nicht viel dran. Ist eigentlich ein ziemlich kompakter Motor, so um die 40 cm lang. Boxermotor, genau. Das heißt, man konnte auch die Luftmenge der Heizung gar nicht regulieren? Ne? Doch, bedingt. Also du kannst auch, es gibt nicht nur auf und zu, sondern du hast so eine Art Gewindestange vorne, das ist so ein Drehknopf, wo du schon so ein bisschen die Klappenstellung beeinflussen kannst. Schon klar, aber man kann ja nicht die Luft, also man kann ja nicht jetzt erzeugen noch, dass das Ding mehr Luft fördert oder weniger Luft. Nee, das ist halt durch das Lüfter. Das ist aber einfach drehzahlbedingt, ne? Genau, drehzahlbedingt. Mhm. Ja. Ja, ja. In dieser Variante jetzt hier ein Zentralvergaser. Wir haben natürlich auch Kundenwünsche, die dann sagen, ich hätte gerne Doppelvergaser, leistungsgesteigert und so weiter. Ist jetzt bei diesem Motor aber nicht der Fall. Der Basismotor ist was für ein Motor? Also grundsätzlich immer, also gab nur Vierzylinder und nur luftgekühlt im T1. Diesen Typ 1 hieß der Motor und den gab es dann von 30 PS bis ja, später irgendwas in die 50 PS. Aber 50, 40 PS. 50 war schon Maximum. Das ist schon, ja, das kam dann erst deutlich später. Mhm. Also es ging dann los irgendwie so bei 1200 Kubik und man kann heute so tunen. Was wir oft machen, ist so 1678, glaube ich. Also hat er so knapp 1,7 Liter. Mhm. Das hat, glaube ich, so ein 88er Kolbenmaß oder sowas. Das ist schon ziemlich groß für diesen Motor. Aber selbst dann, wir waren damit schon auf dem Prüfstand, weil der TÜV-Prüfer was haben wollte, dann hast du da vielleicht so ja, zwischen 60 und 70 PS. Mhm. Ja. Mit einem Doppelvergaser dann aber schon. Und die Motoren werden aber komplett bei euch hier gemacht? Komplett jein, also die Bearbeitung erfolgt extern. Wir haben dafür einen Lieferanten, der uns so ja, Kurbelgehäuse, sag ich mal, spindelt, Kurbelwelle schleift, Kolbenzylinder nehmen wir neu. Also wir haben hier jetzt keinen Maschinenpark, wie du es von Björn kennst, womit wir diese spannende Bearbeitung, sag ich mal, vornehmen. Das haben wir nicht. Das rechnet sich auch nicht. Ja, das kaufen wir zu, beziehungsweise wir schicken ihm unseren Block. Sagen, wir hätten gerne einmal bitte Kurbelwelle, Kurbelgehäuse gespindelt, dann schickt er uns dazu Übermaßlager und dann bauen wir es hier halt selber wieder zusammen. Mhm. Lassen das Probelaufen, messen Öldruck und so weiter und dann geht er halt ins Auto. Mhm. Aber Montage komplett bei euch? Genau, Montage komplett bei uns. Haben wir auch tatsächlich einen Mann für, der eigentlich ausschließlich nur die Motoren macht. Er macht auch mal was anderes, aber zu 90% ist das unser Motorenmann. Habt ihr so einen Motor zerlegt hier noch hier? So teils, teils. Wir können mal gucken gehen. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet. In die Motorenabteilung. Ja, das ist so, ja, so ein mittlerer Baustand, sage ich mal, dass man noch einmal so den Zuschauern zeigen kann, wie simpel doch eigentlich dieser Motor aufgebaut ist. Wobei er so, finde ich, jetzt fast größer aussieht. Ja. Also so, finde ich, wirkt er fast größer als so komplett aufgebaut. Wir haben ja schon ein Käfervideo neulich bei Renke gemacht. Mhm. Der hat natürlich radikal alles gebaut. Ja, das ist natürlich jetzt an Ausnahme, ja. Aber das ist ja immerhin Zylinder neu, ne? Genau, das ist Kolbenzylinder neu, Kolbenringe natürlich neu. Mhm. Ja. Wellen, alte Kohlwelle. Kommt immer darauf an, es gibt reproduzierte Wellen mittlerweile. Mhm. Aber wir haben so viele Teile noch, dass wir entweder noch neue originale Wellen haben oder die Wellen halt aufarbeiten. Mhm. Aufarbeiten heißt in dem Fall, dass jetzt hier eine Defekte, wie man an den Pleuel und an der Kohlwelle erkennen kann, ist das mal ziemlich warm geworden. Heißt wirklich, die Bereiche, wie du es aus deinem Björn, wie du es auch schon aufgezeigt hast, werden nachgeschliffen und das Maß, das Lagermaß dann hier wird natürlich dementsprechend beaufschlagt. Also wenn so eine Welle gerade ist und nicht gefressen hat, können wir sowas durchaus wieder verwenden. Also überarbeiten. Die Ölversorgung ist auf jeden Fall witzig hier, ne? Mit dieser Y-Bohrung da drin. Ist halt Stand der 50er, 60er Jahre so, ne? Mhm. Ist schon. War aber, nee, würde ich sagen, nicht schlecht. Also ich würde es jetzt auch nicht irgendwie negativ ausdrücken, weil die Motoren haben halt ewig gehalten, muss man schon so sagen. Nee, definitiv. Björn macht das ja bis heute so mit der Optimierung. Ne? Verstiftetes Schwungrad ist auch witzig. Ne? Mhm. Mhm. Krass. Kupplung bleibt aber alles ganz original. Also da gibt es dann mittlerweile halt Zubehörsachen wie Sachs, was auch immer.
Sprungrad neu oder abgedreht. Das sind Sachen, die wir auch hier selber machen können. Ja, aber und die Leistungssteigerung wird nicht so exorbitant, dass die Kupplung dann rutscht. Köpfe? Der sieht jetzt neu aus, ist tatsächlich aber nur gut gereinigt. Mhm. Gibt aber, wobei, nee, sorry, das ist schon reproduziert. Also es gibt auch reproduzierte Köpfe. Mhm. Kommt aber auch immer drauf an. Also ist der Kopf gerissen und ist er schlecht zu reparieren, benutzen wir ihn nicht nochmal. Das ist immer so ein bisschen situativ. Aber gibt es tatsächlich auch Repro-Köpfe für? Ja, das ist jetzt auch mit größeren Ventilen schon. Das ist dann schon, also für deren Verhältnisse groß. Upgrade. Das wird dann, wie gesagt, wieder so eine 70 PS, vielleicht 80 PS, aber also 100 PS in so einem Motor sind schon echt teuer, muss man schon so sagen. Und der hat ja so eine unten liegende Nockenwelle und dann Stößelstangen nach oben. Genau, wir haben Stößelstangen nach oben. Oben hast du dann so eine Kipphebelwelle drin. Mhm. Genau, die unten Stößelstangen. Diese Stößeschutzrohre drüber, weil natürlich da drin Öl befördert wird, hin und her läuft und so weiter. Die werden so eingeklemmt wie eine Ziehharmonika. Da kommt noch so ein Dichtring vor. Und wenn du die tauschen willst, weil sie undicht sind, bedeutet das halt leider in der Regel Kopf runter. Das ist ja fast hier Rücklauf. Ja, Rücklauf für Toro oder auch was. Es erfüllt seinen Zweck. Mhm. Genau, ja, viel mehr ist es eigentlich nicht. Dann kommt der Gebläsekasten drauf. Hier steht der Ölkühler noch. Es sitzt dann mit in diesem Gebläsekasten drin und wird halt auch vom Lüfterrad. Der hat immer so einen kleinen internen Ölkühler noch. Also es war damals eigentlich schon ganz cool gebaut. So. Das heißt, dieses Lüfterrad, weil man denkt immer, bei Luft gekühlt ist so ein bisschen jetzt, wie man vom Motorrad kennt, Luft um Zylinder. Mhm, das ist in dem Fall schon viel Zwecke sozusagen. Richtig Gebläse, was auch richtig Luft macht. Ja, ne? Genau. Ja, und hier zu guter Letzt sitzt dann die mechanische Benzinpumpe. Also wir haben hier wirklich noch einen Stößel drin, der eine Benzinpumpe antreibt. Mhm. Das ist wirklich noch mechanisch. Gibt es bei euch für so einen Motor verschiedene Version, wie ihr die dem Kunden ausliefert, oder gibt es generell nur alles neu? Also alles neu im Sinne von alles überholt. Das Problem ist, wenn du so einen Motor zerlegst, du kennst das selber, wenn du es mit zum Beispiel so einem RS4-Motor mit 250.000 zerlegst, dann ist es fast nicht möglich zu sagen, wir lassen das und das alt. Das ist ja irgendwie so, ne? Und wir können das dem Kunden auch nicht anbieten, weil wenn mit dem Motor was passiert, wo machst du von der Reklamation her, dann sagst du, ja, ich war an dem Teil nicht bei. Für den Kunden zählt dann nur, der Motor ist kaputt, macht und wieder heile. Ne? Das heißt, wir machen ihn nur ganzheitlich, bauen wir ihn auf, natürlich dann meistens in Verbindung mit dem Wunsch nach Leistungssteigerung. Mhm. Aber alles H-Kennzeichen-konform. Also wir tunen nur so weit, wie das H-Kennzeichen es noch zulässt. Mhm. Doppelvergaser sind noch so eine Sache, die wir mit dem H-Kennzeichen abdecken können. Eine gewisse Leistungssteigerung auch, aber es wird dann halt irgendwann, also das, was Renke da zum Beispiel hat, das würden wir mit unserem Prüfverfahren hier niemals abdecken. Ja, klar. Ist ja dann auch ganz was anderes, ne? Mit Einzelbrüssel und so weiter. Ne? Deswegen, da ist dann Feierabend. Okay, cool. Das heißt, wie geht's jetzt weiter? Eigentlich wollen wir euch den Motor jetzt noch reinstecken. Also es klingt jetzt wild, sind aber nicht nee, guckt schon. Und eine Kupplung ran, so müsst ihr entscheiden, wie ihr Lust habt. Und danach? Danach geht's zum Sattler. Problem ist, wir gehen auch zuerst Motor schon. Ja. Ich weiß nicht, wann das jetzt hier gezeigt wird, aber wir sind auf jeden Fall in der Zeit nicht da. Wie lange braucht der so? Ja, der Sattler braucht schon so 6 bis 8 Wochen. Also vielleicht können wir da wenigstens mal so einen Besuch abstatten oder sowas. Ne? Mhm. Welcher Sattler ist das? Das ist Sattlerei Bokemeier, das ist so im Raum, wie heißt das dahinter? Hinter SHG auf jeden Fall. Weiß der schon von seinem Glück? Ja, der weiß. Also, dass das Auto kommt, ja, dass du kommst, nein. Ist ja auch immer nicht unbedingt immer. Genau. Hat ja nicht jeder Bock drauf. Ja, genau. Würde es auch viele geben, die es nicht so. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal gucken. Alles klar. Von Elektrik her am Motor ist es relativ überschaubar. Haben eigentlich hier nur die Lichtmaschine, wo 2 Kabel rangehen. Einmal für die Kontrolllampe und einmal für den Ladestrom. Und dann haben wir natürlich noch eine Zündspule, die über das Zündschloss versorgt wird. Und einen Öldruckschalter. Und dann war es das eigentlich schon. Theoretisch können wir jetzt Sport drauf und mal gucken. Ja, ich glaube, es gibt kein Auto, wo man so schnell einen Motor einbauen kann. Selbst der Kanister Retro. Halt, Leute. Ist der Tank leer, oder? Ja, nur so zur Tankuhr prüfen, so ein paar Tropfen drin. Ja, das ist doch feinstes 102. Ja, tatsächlich ist es 102. Echt? Ja. Ja, dann drehen wir den Schlüssel, gucken wir mal, ob was passiert. Ich hab ehrlich gesagt gar nicht gerechnet, dass wir jetzt nicht mehr machen. Ja, das kennst mich doch.
Man muss dazu sagen, der Motor lief schon auf einem Prüfstand. Deswegen sprang der jetzt so gut an. Das ist jetzt die Kaltstartautomatik, die langsam rausgeht. Ja. Aber dafür läuft er aber krass ruhig und so, ne? Auch dass der sofort Kaltstartautomatik ausgeht und so weiter. Ja, ne? Also der ist schon bestimmt. Ja, so 10 Betriebsstunden gelaufen. Deswegen mussten wir jetzt nur einmal mit den Pumpen dafür sorgen, dass schnell Sprit da ist. Ansonsten haben wir halt schon alle Fehler, wir haben schon einen Ölwechsel hinter sich und so weiter. Weißt aber du? Prüfstand heißt hier bei euch? Prüfstand heißt, wollen wir ihn kurz anwenden? Prüfstand heißt so eine Art Einkaufswagen. Ah, okay. Also das heißt, der lief. Eine Getriebeglocke ist da dran, da stecken wir den dran, Öldruckanzeige, Infrarotthermometer und dann geht's los. Das ist unser Prüfstand. Ach so, okay. Also der wird komplett extern schon einmal. Ja, da ist ein Anlasser dran, da ist eine Batterie dran. Eingefahren. 5-Liter-Kanister dran und dann läuft der hier halt den ganzen Tag auf dem Hof vor sich hin. Ach so. Weil wenn irgendwas undicht ist oder irgendwie klackert, dann brauchst du ihn halt nicht wieder ausbauen, dann kannst du ihn gleich wieder zernehmen quasi. Mhm. Ist noch nie vorgekommen, aber irgendwann wird es bestimmt mal der Fall sein. Ja. Wieder was gelernt. Motor eingebaut. Kann ich heute Abend gut schlafen. Ich auch. Jetzt kann das Auto zum Sattler. Wir gucken mal, dass wir das Ganze auch noch ein bisschen verfolgen können. Und dann geht es langsam dem Ende zu. Genau. Wird bestimmt einige geben, die sagen, hätten gerne ein paar Legree-Aufnahmen von der Montage gehabt, aber das war jetzt so langwierig und öde, diesen Kabelbaum einzuziehen und so. Ja, ja, klar. Und also bislang stecken ungefähr, würde ich tippen, so 70, 80 Arbeitsstunden drin, nach Lack, bis das jetzt heute der Fall war. Ja, ja. Und da werden weitere, sag ich mal so 300 ungefähr noch reingehen. Krass. Ja, ich find's cool. Lackergebnis wirklich mega. Hab da Bombe hinbekommen. Wirklich gut lackiert. Und können wir im Frühjahr ein Eis essen fahren. Das Ding läuft im Frühjahr, können wir Eis essen fahren. Ciao.